Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich starte heute einfach mal wieder random einen, weil ihr den ja gerne schaut, auch wenn irgendwie nicht so viel Spannendes los ist. Aber heute kann ich euch tatsächlich bei einigen Sachen mitnehmen. Und zwar erstmal werden wir in die Stadt gehen shoppen. Ich brauche nämlich neue Laufschuhe. Meine sind jetzt schon ziemlich am Ende und ich brauche jetzt für die Trainingsphase auf jeden Fall nochmal welche. Ich muss mich dann nochmal beraten lassen, ob ich direkt für den Marathon auch nochmal neue brauche. Kenne ich mich jetzt leider zu wenig aus, aber die werden mir da sicher weiterhelfen. Dort kann man nämlich auch so eine Laufanalyse machen. Und ja, das würde ich euch sowieso allgemein immer raten, weil ihr mich immer fragt, welche Laufschuhe ich habe. Macht eine Laufanalyse, weil es liegt wirklich daran, an eurem Laufstil, an eurem Fußgelenk, ob ihr zum Beispiel einknickt beim Laufen oder eher nach außen oder wie auch immer. Und die finden dann sicher einen Schuh, der euch supportet. Und ja, genau, dann geht's in die Stadt, dann kauft sich mein Freund noch die neuen AirPods Max. Ich habe mir die ja geholt und seitdem ist er angefixt und er muss sie sich jetzt auch holen. Und ja, dann geht's noch ins Gym und dann geht's nach Hause. Und ich werde euch so allgemein einfach ein bisschen durch Wien nehmen, mitnehmen und euch ein bisschen Wien zeigen. Das liebt sie ja auch so sehr. Und was kann ich euch noch zeigen? Frühstück gibt es noch, genau. Mein Freund macht gerade noch Online-PT und ich arbeite auch gerade jetzt noch ein bisschen nebenbei und dann mache ich uns Frühstück. Kann ich euch auch mal zeigen, was bei uns gibt. Und ja, das Wetter ist mega schön. Wirklich, ich bin jedes Mal wieder so geflasht. Ich habe es im letzten Vlog eh auch gesagt. Wien ist einfach so eine unglaublich schöne Stadt. Aber ja, ich arbeite jetzt noch ein bisschen weiter und werde noch ein Reel schneiden für Instagram und warte, bis mein Freund fertig ist. Und ja, dann geht's Frühstück. Und nur um euch da kurz vielleicht ein bisschen mitzunehmen, ich schneide meine Reels immer mit InShot. Ich mag die App einfach total. Wenn man hier auf Videos geht und auf Neu und dann kann man die Videos reinladen und dann zeige ich euch das schnell, kann man die einfach kürzer ziehen, länger ziehen, cutten in der Mitte, Musik hochladen, zur Musik schneiden und so weiter, Schriften auch hinzufügen, das mache ich allerdings meistens in meinem Instagram dann direkt und man kann Filter drüber legen, also so Farbfilter, dass die Farbstimmung ein bisschen verändert, Kontrast und so weiter, also ich habe zwar die Pro-Version, aber ja, ich mache alles über die App, weil ihr ja immer gefragt habt und einfach mit meinem iPhone 13 Pro ist das noch. Ich warte nämlich noch auf das neue 16er und habe jetzt mal 3 Jahre durchgehalten, kein neues iPhone zu kaufen und das ist immer noch total gut. So, Gym-Sachen sind auf jeden Fall schon mal gepackt. Ladekabel, weil ich muss mir unbedingt einen zweiten Akku für diese Vlogging-Cam holen, weil der geht ziemlich schnell leer, aber ist auch klar, wenn man auf 4K filmt. Ja, und was ich euch noch zeigen wollte, die mir auf Instagram folgen, haben es sicher mitbekommen. Ich wollte eigentlich diese Monstera, ich habe wirklich keinen grünen Daumen, schon entsorgen, weil sie so kaputt war. Und jetzt bitte schaut mal an, wie die jetzt wächst und wie die ausschaut. Ich habe sie nämlich mit Gerstengras gedüngt und habe sie dann geduscht, das lieben die ja. Und, Tipp von meiner Tante, ich habe die Blätter mit Olivenöl eingerieben und schaut mal, wie die jetzt glänzen. Also, die schaut aus wie neu, sie hat lauter neue Blätter bekommen. Und ja, ist wieder voll aufgeblüht. So, und Frühstück habe ich jetzt leider verpasst zu filmen, wir waren so hungrig, aber beim nächsten Mal. Jetzt geht es auf jeden Fall in die Stadt, neue Laufschuhe kaufen und dann ins Gym. So, wir sind jetzt wie mitten im Mall und gehen jetzt in so einen Running Shop. Da mache ich dann eine Laufanalyse und die haben extrem viele coole Laufschuhe. Und
Ja, lass mich da jetzt einfach mal beraten. An die Seine gehen gerade noch aktuell, gell? Du brauchst ja, keine neuen. Ich war nicht so viel laufen, ich bin ja nur krank. Also. Leider. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, ja, dort habe ich auch meine Laufweste gekauft, falls ihr da irgendwie aus dem Vlog mit dem Long Run. Genau. Wo war jetzt der Shop? Ich hab noch nichts, oder? Noch uns auf. Neben H&M, gell? Nein, ich hab noch. So, wir warten jetzt gerade noch, bis wir bedient werden. Aber ich habe schon so viele coole Schuhe gesehen. Das Ding ist nur, wenn man sich vorher schon irgendwie die Farbe aussucht, ist eher schlecht oder das Modell. Weil es geht wirklich darum, ob der Schuh passt und zu einem passt, beziehungsweise zur Lauftechnik passt. Aber schauen wir mal, die haben auf jeden Fall sehr viel zur Auswahl. Und ich übergebe jetzt dann an den Andi, der wird ein bisschen mitfilmen. Und dann schauen wir mal, welcher Schuh es wird. Okay, Lara läuft im Kaufhaus. Da kommt sie. Die Federn extrem. Und? Ey, was federt? Das ist ganz ein anderes Gefühl, aber die auf Wolken halt. Und als würde dich jemand so da federn. Da nach innen. Da kippst du ein bisschen nach innen. Wichtig ist, wir schauen nicht, was da unten passiert, sondern schauen, was da im Knie oben passiert. Mhm. Das Becken ist schon austariert, also das passt optimal. Da? Von außen nach innen. Von außen nach innen. Hat jeder Laufschuss zwei so Löcher, ja. Ösen. Okay. Dann von da einer. Durchfädeln. Und das da. Und dann festziehen. Schauen, dass das da passt. Seiten. Mega guter Halt. Top. Fertig. So, okay. Ich dachte wirklich nicht, dass es der On wird, weil ich am Anfang ein bisschen skeptisch war, was ich so von On irgendwie gehört habe. Aber ich habe den schon getestet und Leute. Ich hatte das Gefühl wirklich, ich fliege mit dem und es war auch der einzige, der mich an keiner Stelle irgendwie gedrückt hat. Und ich meine, jeder ist super individuell, aber ja, das ist für mich der On geworden. Und ja, werde ihn morgen gleich ausprobieren bei meinem Long Run. Ich bin gespannt, aber wir folgen. Minimal windig. Das ist smart. Heute mein Haargummi vergessen und haben nur so ein Scrunchie dabei und es hält bei mir einfach nicht. Ich mache mir da eigentlich immer mit den Scrunchies so einen Dutt bzw. Bun, Low Bun. Aber heute, meine Haare sind so rutschig, hält nicht, wurscht. Was ich euch eigentlich sagen wollte, ich trainiere ja aktuell nicht ans Limit. Ich werde hier wieder ein bisschen beobachtet. Nicht ans Muskelversagen, weil ich ja jetzt aktuell den Fokus aufs Laufen habe. Bedeutet, ja, ich streng mich an, aber lassen wir noch ein paar Wiederholungen im Tank, Reps on Reserve, wie man so schön sagt, weil ich nicht mit Muskelkater zum Beispiel morgen dann einen Halbmarathon laufen kann oder will oder das halt auch nicht gut ist. Deswegen Krafttraining halt so, dass ich regenerieren kann. Dienstag gebe ich, nein, Mittwoch ist immer noch mein Gym Day, da gebe ich ein bisschen mehr Gas, aber ja, heute zum Beispiel, ich wäre eigentlich gestern gewesen, aber gestern habe ich Rest gemacht. Einen Tag vorher mache ich es einfach nur fürs Gefühl, beziehungsweise dass man ein bisschen was gemacht hat, aber nicht, dass ich jetzt mich komplett zerstöre. Genau. Ich mache jetzt Kickbacks mit der Bench, dann mache ich noch Split Squats. Die sind meine absolute Hassliebe. Das ist die schlimmste Übung auf dem Planeten, gemeinsam mit Walking Lunges, meiner Meinung nach. Aber was muss, das muss.
Und genau, da nehme ich euch jetzt mit. Dann habe ich noch 3 Rückenübungen und das war es dann auch schon wieder. Ich habe immer Ganzkörpertraining. Aber wenn euch das näher interessiert, ich habe schon ein paar Gym-Vlogs auch hochgeladen, wo ich wirklich nur meine Gym-Einheiten gefilmt habe. Und ja, ich mache mich jetzt mal an die Kickbacks. Ah ja, vielleicht ganz kurz mit der Bench. Ich fühle das einfach viel mehr noch im Gluteus Maximus, also da, wo man das ja treffen möchte, wenn man nicht so mit Schwung bei den Kickbacks hochgehen soll. Und man soll eigentlich auch nicht so kicken, wie der Name eigentlich sagt, sondern man sollte schön das Bein langsam hochziehen und langsam wieder runter. Also dass wirklich die ganze Spannung nur aus dem Booty kommt. Beim Krafttraining geht es wirklich nicht um die schnelle Ausführung, sondern um die richtige und so, dass man es auch wirklich Mind-Muscle-Connection im Muskel spürt. Und da reichen dann auch weniger Wiederholungen, wenn das so intensiv ist und nicht einfach. Ja, also es kommt darauf an, was man erreichen möchte. Aber wenn man Muskelwachstum haben möchte, also den Booty aufbauen will, dann auf jeden Fall langsame, schwere, saubere Ausführung. Schräg hinter, wie auf so einer Achse. Aber ich kann euch das zeigen. Dann geht es richtig in den Booty und dann kriegt ihr den schönen Peach Booty. Und ja, sind aber extrem anstrengend, kann ich euch sagen, egal mit wie viel Gewicht. Ich komme immer außer Atem, also man trainiert auch irgendwie gleichzeitig sein Herz-Kreislauf-System. Jetzt hoffe ich, dass der Akku noch ausreicht. Ich habe nur mehr einen Strich. Aber schauen wir mal. Jetzt leider am Ende voll reingerannt. Ich weiß nicht, ob sie es nicht gesehen hat, dass ich gefilmt habe, oder sie hat es extra gemacht. Ich weiß es jetzt nicht. Aber man will hier ja auch niemanden verärgern, deswegen lasse ich es jetzt auch mitfilmen. Ich mache jetzt noch die 3 Oberkörperübungen unten im allgemeinen Bereich und dann treffe ich mich mit den Boys, also mit meinem Freund und seinem Bruder zum Essen und da schalte ich dann wieder ein und ziehe jetzt nochmal meine Rückenübungen so durch. Und ja, fühlt sich gut an. Geh nicht komplett ans Limit, aber man tut trotzdem was. Und es ist auch beim Laufen super wichtig, eben Krafttraining zu machen, damit man stabil bleibt. Ich bin jetzt wirklich gespannt auf die Laufschuhe morgen. Ich hatte wirklich das Gefühl, also so ein, weil sie so zurückfedern, das hatte ich noch nie, dass man so eine Federung in den Schuhen hat. Werde ich euch beim nächsten Vlog dann berichten. Und ihr könnt gerne mal in den Kommentaren abstimmen, was ihr demnächst gerne mal sehen wollt. Also ich hätte eine Idee und zwar ein What I Eat in a Day. Hatte ich ja schon mal. Das hat euch, glaube ich, extrem gefallen. Dann mein Basic-Einkauf, also so ein Wocheneinkauf in gesunder, dass ich euch den zeige. Mal wieder ein Q&A zu einem gewissen Thema. Oder einfach wieder irgendein random Vlog und ich nehme euch durch meinen Alltag. Vielleicht auch mal ein bisschen durch meinen Arbeitsalltag, wobei ich da ein bisschen Bedenken habe, dass es mich halt irgendwie ein bisschen rausreißt aus meiner Routine. Aber schauen wir mal. Mittwoch läuft eigentlich immer ganz entspannter, weil dann hat man Montag, Dienstag schon einiges vorgearbeitet, beziehungsweise ist in seinem Flow und in der Struktur drin. Aber ja, stimmt gerne mal in den Kommentaren ab. Schreibt es mir auch gerne immer für Inspo oder folgt es mir auf Instagram. Könnt ihr mir dann direkt eine Nachricht schicken. Ja, ich trainiere jetzt fertig und ich sehe auch, der Akku ist fast leer. Das heißt, mal schauen, vielleicht sehen wir uns auch erst zu Hause. Und ansonsten, ja, mach's das. Hi. Hallo. Also meine Bowl so scharf war. Weil ich bin komplett. Ja, schmeckt nichts, aber das Scharf hat er geschmeckt. Ja, das schmeckt nichts, das brennt nur. So, wir sind wieder zu Hause und nochmal vielleicht kurz ein paar Worte, falls ihr euch wundert, warum jetzt auf meinem Teller vorhin Fleisch war. Ich ernähre mich zu 95% vegetarisch, / vegan, aber ich habe einen extremen Eisenmangel und den schon seit ein paar Jahren und ich kriege ihn einfach nicht los, beziehungsweise kriege meinen Eisenspiegel einfach nicht höher. Ich habe auch schon alles probiert.
egal ob das Supplements waren, egal ob das Infusionen waren, mein Körper nimmt das einfach nicht an. Und der war schon so gering, dass meine Ärztin gemeint hat, dass es schon ja, bedenklich und gefährlich ist, vor allem wenn man so viel Sport macht wie ich. Deshalb versuche ich aktuell ab und zu mal wieder Fleisch, richtig hochwertiges vom Biobauern, wo man weiß, wo es herkommt, irgendwie einzubauen. Und ja, esse einfach ab und zu wieder Fleisch. Aber schauen wir mal, was sich das jetzt oder wie sich das auf den Körper auswirkt, ob mein Eisenspiegel davon jetzt irgendwie steigt. Werde das beobachten und ansonsten muss ich nochmal irgendwie einen anderen Weg suchen. Aber genau, nur damit ihr euch nicht wundert, aber ich würde kein Fleisch essen, wenn ich nicht müsste. So, genau. Ich habe gestern Cheesecake gebacken. Mein Rezept findet ihr auf Instagram, beziehungsweise schreibe ich es euch mal unten in die Infobox noch. Ist eine gesündere Variante. Kein raffinierter Zucker drinnen. Proteinbombe. So, ich musste jetzt die Kamera anstecken, weil leider der Akku so schwach war. Ich muss mir unbedingt einen zweiten holen, dass ich den wechseln kann, weil der ist immer so schnell aus. Naja, aber ich kann jetzt scheinbar filmen und gleichzeitig laden, wenn ich das da an der Steckdose habe. Never mind, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich habe Cheesecake gebacken. Und den gibt es jetzt, den serviere ich jetzt noch den Boys und mir. Und Rezept, wie gesagt, unten in der Infobox ist eine gesunde Variante, die trotzdem gut schmeckt. Und zeige euch dann das Ergebnis. Ich habe nämlich extra noch Beeren gekauft und ich zeige euch das. So, Nummer 3 richte ich gleich noch her. Bitte, wie schön. Bei mir muss das Auge immer mitessen, das wisst ihr ja. Und ja, ich werde an dieser Stelle auch den Vlog dann erstmal wieder beenden. Wir genießen jetzt nämlich noch den Nachmittag und den Abend und bin dann auch mal froh, nichts zu tun, da bin ich ganz ehrlich, auch wenn mir das Vloggen extrem viel Spaß macht, aber ich versuche aktuell gerade ein bisschen immer die Balance und das Gleichgewicht zu halten. Und auch wenn es heute vielleicht ein etwas kürzerer Vlog war, mache ich dafür, habe ich mir gedacht, öfter einfach mal mehrere. Und ja, ich serviere das jetzt mal den Boys, dann gibt es für mich noch ein Stück. Und ja, was gibt es sonst zu sagen? Genau, lasst mir euer Feedback gern da, was ihr als nächstes gerne sehen würdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog.